In der heutigen Folge werden wir das Thema behandeln, wie man einen abgebrochenen Gewindebohrer wieder entfernen kann. Hierfür haben wir euch 5 Wege vorbereitet und die seht ihr dann gleich. Wir beginnen jetzt mit der ersten Variante und zwar ist es ja eine Sprengringzange. Die werden wir verwenden, wenn der Gewindebohrer abgebrochen ist, nichts übersteht, und das ist die Variante, die man eigentlich immer zuerst probieren kann. Manchmal benötigt man nur einen leichten Ruck, damit sich das verkantete Material lösen lässt, und schon kann man das Ganze spielend leicht herausbewegen, weil die Springringzange hat eben diese runde Greifer und der Gewindebohrer, Gewindeformer, hat diese Mulde auch. Kann man schön reingreifen, nachher mit der Spitzzange rausdrehen und schon hat man das Ganze dann in der Hand. Das Gewinde wird auch nicht beschädigt bei diesem Vorgehen, somit habt ihr ein intaktes Gewinde und habt auch diesen kaputten Gewindebohrer entfernt. Nun sehen wir hier einen Gewindebohrer mit 4 Gängen. Das ist entscheidend, denn wir drehen jetzt ein Spezialwerkzeug, das nennt sich eine Gewindekrone, mit der wir dann später unseren abgebrochenen Gewindebohrer sehr gut hinausbekommen. Dazu verwenden wir wieder unsere Makita-Fräse und werden jetzt im Prinzip eine Krone hineinfräsen. Geschickt wäre natürlich auch eine Fräsmaschine, aber so geht das natürlich auch sehr gut. Wir machen die zweite Seite noch fertig. Und so schaut das Spezialwerkzeug dann aus. Sollte es nicht ganz passen, könnt ihr auch noch ein klein wenig nachfeilen. Dann stechen wir das gute Stück ab, werden es plan drehen und bringen einen Vierkant hinten an dem Spezialwerkzeug an, um es einfach später besser greifen zu können. Und überdrehen einfach noch die Grate. Und so schaut unser fertiges Werkstück dann aus. Wir werden es leicht härten, damit es einfach stabiler wird. Und hier sehen wir unseren abgebrochenen Gewindebohrer. Nun ist es auch wichtig, dass wir ihn gerade abschleifen, damit wir einfach mit unserem Spezialwerkzeug schön bündig anlegen. Und dieser ist jetzt so gedreht, dass er nur mit dem Hammer hineingeht. Dann liegt er nämlich überall an und die Kanten können nicht ausbrechen. So, nun liegt er schön im abgebrochenen Gewindebohrer drin. Und wir machen kleine ruckartige Bewegungen, bis er sich löst. Damit auch das Spezialwerkzeug gut hält. Funktioniert sehr gut. Und sobald es sich mal gelöst hat, geht er sehr einfach raus. Und hier haben wir dann unser abgebrochenen Gewindebohrer. Hier nochmal unser Spezialwerkzeug. Und hier sehen wir, das Gewinde wurde nicht beschädigt. Eine weitere Methode, die man euch gerne zeigen möchte, ist hier am Beispiel einer Durchgangsgewindebohrung. Ihr seht, hier unten steht ein Stück über und wir haben hier auch wieder 3 Mulde an unserem Gewindebohrer. Und diese 3 Mulde nehmen wir uns mal zunutze. Zuerst versuchen wir es mit einer Kombizange, aber Vorsicht, wenn es schwer geht, nicht mit Gewalt, weil sonst bricht der Gewindebohrer auseinander. Wir nehmen hier stattdessen einen Körner und klopfen sachte und versuchen dann den Punkt zu erwischen, an dem sich der Gewindebohrer bewegen lässt. Hier ist ganz wichtig, dass wir den Körner nicht gegen die Mitte des Gewindebohrers ausrichten, sondern eher seitlich dran vorbei. Man spricht auch hier von tangential, dass man dann irgendwann den Punkt erreicht. Ja, jetzt sehen wir es nochmal, dass ihr dran vorbei schlagen solltet eher. So vermeiden wir nämlich auch, dass wir den Gewindebohrer in eine Richtung reindrücken. Also wir schlagen mit dem Körner immer weg vom Bauteil. Wenn man gegen das Bauteil klopft, verfestigen wir wahrscheinlich den Gewindebohrer nur noch.
steht ja dann oben über und ist locker, dann können wir mit Kombizange das Ganze rausdrehen, geht dann einfach schneller, wie mit dem Körner die ganze Wegstrecke zu klopfen. Und es funktioniert auch. Schauen wir uns noch ganz kurz das Gewinde an. Das Gewinde haben wir auch nicht beschädigt, das ist aber ganz wichtig hierbei. Nun kommen wir zur vierten Variante und einige ahnen es schon. Wir werden mit Gewalt den kaputten Gewindebohrer zerstören, versuchen große Stücke herauszubekommen, diese dann einfach mit einer Zange herausnehmen oder wir drehen das Bauteil um. Diese Variante ist aber nur dann zu empfehlen, wenn man ein nächstgrößeres Gewinde fertigen darf. Denn wir sehen jetzt gleich, das Gewinde ist sehr stark ausgerissen und beschädigt durch die vielen Schläge. Und diese Variante wird auch sehr viel an Zeit kosten. So, jetzt hatten wir vier Varianten, die man in der Werkstatt sehr gut anwenden kann. Die fünfte und letzte Variante haben wir aus dem Bereich der Profi-Werkzeuge. Und zwar haben wir hier das Erodieren von Gewindebohrer. Dazu geht erstmal der Dank raus an die Firma Aeromobil, die uns eben einen kurzen Clip zur Verfügung gestellt hat, den wir euch jetzt dann auch zeigen werden. Benutzen tut man solche Erodiermaschine dann, wenn euer Bauteil hochpreisig ist und extrem wichtig ist und ihr dann nicht dran rumklopfen dürft oder könnt. Da kann man dann eben solche Erodiermaschine verwenden. Wir zeigen euch jetzt im Clip, wie die Funktionsweise ist. Solltet ihr nach dem Clip noch mehr Infos über solche Maschinen brauchen, besucht doch bitte gerne mal die Internetseite von der Firma. Der Link ist unten in der Infobox. Jetzt kommt wie versprochen der Clip von der Firma Aeromobil. Hier haben wir einfach das Szenario, der Gewindebohrer bricht ab. Normalerweise riesen Problem, aber die Firma Aeromobil geht so hin und tauscht dann eben das Werkzeug aus gegen Erodierwerkzeug. Mit dem Erodierwerkzeug wird das Innenleben vom Gewindebohrer herausgebrannt oder raus erodiert, sodass nachher nur noch die Windungen vom Gewindebohrer vorhanden sind. Diese kann man leicht entfernen und somit könnt ihr euer teures Bauteil schonen und habt damit keinen Verlust. Bevor ihr jetzt aber geht, haben wir hier noch ein interessantes Video für euch verlinkt. Und zwar haben wir hier 5 Wege, wie ihr eine abgebrochene Schraube oder eine runde Schraube wieder aus dem Bauteil entfernen könnt. Das seht ihr hier, klickt auf diesen Abspann, dann könnt ihr das Video euch anschauen. Und zu guter Letzt ist noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wieder, euch wieder was Neues zeigen zu dürfen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal.